Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Star und Orlen. Gemeinsam mehr bewegen. Sprechen wir mal über Alpin. Gucken uns mal die Bilder aus der 65. Runde an. Eigentlich gar nicht mal so sehr besonders im Endeffekt. Also an sich einen Motorschaden haben wir schon häufiger gesehen. Aber erstmal die Bilder hierfür. Alonso, der sich ja tierisch aufgeregt hat. Der hat ja richtig wild rumgefuchtelt und war auch fuchsteufelswild. Bevor wir mal drüber sprechen, er hat ja sein eigenes Team heftigst kritisiert und wenn man will, so ein bisschen auch unterstellt, dass das Absicht ist, was Alpine da macht. Wir gucken erstmal in die Worte von Alonso und sprechen dann drüber. Es ist erstaunlich, dass in jedem Rennen nur ein oder zwei Autos ausfallen und immer ist das Auto 14. Austin und hier waren meine besten Rennen. Mein Niveau ist in dieser Saison sehr hoch, aber die Gesamtwertung wird am Ende des Jahres einer der schlechtesten sein. Und ich hatte 5 Motorschäden in diesem Jahr, glaube ich. Dann gab es das Problem im Qualifying in Australien und in Österreich, konnte ich aufgrund eines kompletten Blackouts überhaupt nicht einmal starten. Bei 19 Rennen haben wir mehr oder weniger in 50% der Fälle nicht die Punkte geholt, die wir verdient haben. Und ich habe 60 Punkte in diesem Jahr verloren, denke ich. Wenn wir jetzt noch 6 addieren, dann sind wir bei 66. Und die anderen profitieren natürlich noch und holen mehr Punkte, als sie holen sollten. Jetzt kommt es mal so ein bisschen der Hieb dann auch Richtung Team. Es kann kein Pech sein, wenn du 6 oder 7 Motoren wechseln musst und trotzdem keine Rennen beendest. Und ich werde einfach zum letzten Rennen nach Abu Dhabi kommen, mit dem Team feiern und dann nach Hause fliegen. Das waren die Worte von Fernando Alonso. Marc, was denkst du drüber? Ja, der hat das Team abgehakt. Der zählt jetzt noch die Rennen, sind noch 2 und dann ist er aus dem Team draußen. Er hat wirklich viel Pech gehabt in diesem Jahr, keine Frage. Ich meine, wir schätzen ihn alle, er ist der Racer in Person und ihm zuzuschauen ist bei jedem Rennen ein Hochgenuss. Aber wenn das Auto halt nicht mitmacht, aber warum er so viel Pech hat, ich weiß es auch nicht. Früher hätte man gesagt, ist der fordert die Motoren zu stark, heute ist es ja gar nicht mehr möglich. Durch die Elektronik kannst du ja dich gar nicht mehr verschalten oder du kannst den Motor gar nicht mehr überlasten. Also von dem her ist es einfach nur Pech, dass es immer ihn trifft. Wir gucken nochmal, was Ottmar Schaffnauer dazu gesagt hat. Aber natürlich machen wir das nicht mit Absicht, dass wir nicht zuverlässig sind. Ralf, ist die Stimmung bei Alpine zwischen Alonso und dem Team so verpestet, dass er wirklich einfach auf gut Deutsch so dermaßen die Schnauze voll hat, dass er da wirklich sich danach sehnt, dann das Team zu verlassen? Also ich bin ja jetzt nicht so geschockt, deshalb lieben wir Fernando schon seit er in der Formel 1 ist. Es ist ja nicht das erste Team, das er kritisiert, eigentlich das Folklore bei ihm. Und ich kann es verstehen und es zeigt aber auch, dass er immer noch den Biss hat und ehrgeizig ist und einfach nicht akzeptieren kann, wenn es irgendwas nicht läuft, wie er es gerne hätte. Und ich freue mich schon jetzt drauf, wenn Aston Martin das erste Fett von ihm abbekommt, weil das wird auch passieren. Fernando ist für mich einer der Besten, die da rumfahren, immer noch. Ich glaube sogar, das sagt mir mein Bauchgefühl, er wäre der Einzige, der von seiner ganzen Können her, Erfahrung und Psyche mit einem Team, mit Max mithalten könnte, von Gesamtpaket her. Da sehe ich sonst niemanden im Moment. Und ja, ich halte sehr viel von ihm und das gehört halt dazu. Wer Alonso einkauft, der weiß, was er davon hat, unter anderem Sätze wie die, die er jetzt gesagt hat. So ist das halt. Wenn du dir das nicht antun willst, ja, dann darfst du ihn nicht nehmen. Marc, ich habe aber auch so ein bisschen das, ich weiß nicht, wie dein Bauchgefühl ist, seit dir klar ist, nächstes Jahr, dass er dann für Aston Martin fährt, dass das möglicherweise keine allzu gute Entscheidung sein dürfte. Weil so wie man Aston Martin jetzt die letzten 2 Jahre gesehen hat, ich habe da so ein bisschen die Bilder von Alonso zu seinen McLaren-Zeiten da vor Augen. Hast du auch so ein bisschen die Sorge, dass das vielleicht ein Absturz wird für Alonso? Wir müssen jetzt abwarten, wie gut das Auto wird im nächsten Jahr von Aston Martin. Die haben ja gute Leute eingekauft. Die Leute sind erst im Laufe dieses Jahres gekommen. Die konnten also nicht mehr viel Einfluss nehmen. Und wenn die jetzt nächstes Jahr ein gutes Auto hinstellen, dann hat er gewonnen. Wenn das aber so weitergeht, wie es in diesem Jahr läuft bei Aston Martin, ein Rennen läuft das Auto, beim nächsten Rennen läuft es nicht,
dann werden sie, genau wie Ralf sagt, dann werden sie ihr Fett abbekommen als Team, weil das akzeptiert er nicht. Und ich bin jetzt einfach gespannt. Es hängt davon ab, wie gut das nächstjährige Auto wird. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt aus unserer Sendung. Die ganze Sendung in voller Länge gibt es auf www.champone.de.